zuerst das Wasser, dann die Säure, sonst passiert das Ungeheure. Das wird bereits in der Berufsschule ziemlich eingetrichtert, sage ich einmal, weil es halt die richtige Vorgehensweise ist und das hört man bestimmt mehrmals, bis man fertig ist. Also warum ich gewusst habe, dass Chemie für mich das Richtige ist, war die Tatsache, dass ich bereits in der Schule sehr viel Interesse dafür entwickelt habe, wir auch sehr viel Praxiserfahrung in der Schule schon sammeln konnten, im Unterricht im Labor. Also als Lehrling bei der Donauchemie sind unsere Aufgaben hauptsächlich die Routinearbeiten. Das heißt, wir überprüfen die Qualität unserer eigenen Produkte, um sicherzustellen, dass der Kunde auch die richtige Qualität erhält. Zusätzlich dazu kriegen wir immer wieder andere Produkte, die wir anders untersuchen und andere Analysen durchführen, was auch so ein bisschen die Vielfalt in den Beruf reinbringt. Also die typischsten Schlagworte bei uns wären mit Sicherheit Schwefelsäure, Titration, ICP, das ist ein Gerät, das wir jeden Tag verwenden, und ja, ich glaube an sich Zeugnisse erstellen. Zeugnisse sind die schriftlichen Bestätigungen, die der Kunde von uns erhält, wo drinnen genau steht, was wir angeschaut haben, was wir rausbekommen haben und welche Werte dabei entstanden sind. Also meine tägliche Verantwortung ist eigentlich das saubere Arbeiten, konzentriert zu bleiben und auch nicht aufgeben, wenn es mal schief läuft, weil es kann halt passieren, dass die Analyse mehrmals durchgeführt wird. Während der Ausbildung habe ich an mir selber gemerkt, dass ich etwas geduldiger bin, als ich es eigentlich geglaubt habe, weil manche Reaktionen halt einfach länger dauern und man abwarten muss, was dann passiert und ob es funktioniert. Was bei der Ausbildung auf jeden Fall bedacht werden muss, ist, dass wir viel Wert auf die persönliche Schutzausrüstung legen. Sprich, in den Laborräumen muss immer eine Schutzbrille getragen werden, ein säurefester Labormantel, lange Hosen. Auf den Anlagen kommt noch ein Helm und Sicherheitsschuhe dazu. Es kann unter Umständen etwas anstrengend sein, weil natürlich im Sommer die Arbeit trotzdem erledigt werden muss, auch wenn es ein bisschen wärmer wird. Und wahrscheinlich, dass wir die meiste Zeit halt auf den Beinen sind. Was die Ausbildung wahrscheinlich leichter macht, ist, wenn man von der Schule zum Beispiel ein Basisverständnis für Chemie und Mathematik mitbringt, weil die Berufsschule ansonsten etwas herausfordernd sein kann. Ansonsten ist Teamfähigkeit sicher ein guter Punkt, weil man doch manche Analysen allein einfach nicht durchführen kann oder irgendwo Hilfe benötigt. Die meisten von uns fangen schon um 7 Uhr in der Früh an zu arbeiten. Dazu kommt, dass man immer wieder mit Giftstoffen zu tun hat, mit konzentrierten Lösungen, die einen noch verätzen können, wenn man falsch arbeitet. Also man muss sich dessen bewusst sein, einfach, dass man sehr vorsichtig arbeiten muss und dass einem selbst einfach nichts passiert währenddessen. Bei uns bei der Donauchemie haben wir die Möglichkeit, Lehre mit Matura zu machen. Also meine Pläne nach der Lehrabschlussprüfung wären entweder den Werksmeister zu machen, was ein paar Jahre noch dazukommen, oder vielleicht nebenberuflich zu studieren. Wir als Donauchemie bieten verschiedene Produkte, vor allem in anorganischen Bereichen. Unsere Schwerpunkte sind eigentlich Schwefelsäure bis hin zu Natronlauge, Chemikalien für die Wasseraufbereitung und Aktivkohleprodukte. Bei uns ist natürlich ein ganz zentraler Punkt in der Ausbildung, dass die Mitarbeiter alle Prozesse und alle Dinge, die wir am Standort machen, kennenlernen und verstehen lernen. Wir schauen, dass wir nicht nur die Berufsschule als Lerninstrument haben, sondern wir haben auch unsere eigene Ausbildung, wo unsere Akademiker, die wir haben, die für Forschung und Entwicklung da sind, auch die Lehrlingsausbildung machen. Weil wenn die Mitarbeiter viel wissen, dann können sie schön eigenständig arbeiten und das ist etwas, was bei uns einen großen Stellenwert hat. Also als Chemielabortechniker kann man natürlich im Labor sowohl in der Routineanalytik als auch in der Forschung und Entwicklung tätig sein. Als Labortechniker kann man aber durchaus auch auf Betriebsanlagen tätig sein. Also das beschränkt sich nicht nur aufs Labor, auch viele Betriebsanlagen benötigen die Fachkenntnisse. Und dementsprechend ist das Betätigungsfeld ein sehr großes. Wir haben in unseren Unternehmenswerten Sicherheit, Umwelt und Qualität als unser Fundament. Und ich glaube, da sind wir auch als chemische Industrie im Speziellen gefordert, dass wir das auch gewährleisten.